Stell dir Folgendes vor. Du wirst angeklagt und du bist unschuldig. Also ist die Sache für dich ganz einfach. Logischerweise kann etwas, das nicht passiert ist, nicht bewiesen werden. Das ist schon rein physikalisch unmöglich. Es ist also klar, es gibt nichts zu befürchten. Also, es gibt auch keinen Grund, irgendetwas zu unternehmen. Man benötigt keinen Anwalt. Denn das System verlangt, dass die Schuld zweifelsfrei feststehen muss. Das ist unmöglich. Also alles kein Problem. Unschuld führt selbstverständlich zu einem automatischen Freispruch. Oder?